Hallo, verehrte Freunde, liebe Bürgerinnen und Bürger. Im Jahre 2017 gedenken die evangelischen Kirchen 500 Jahre Thesenanschlag. Am Vortage des christlichen Festes Allerheiligen, am 31. Oktober 2017, so die Version, schlug Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Mit dem Thesenanschlag hatte der unbedeutende Mönch Martin Luther einen Wendepunkt in der Geschichte eingeleitet. Er hatte, indem er über sich hinaus wuchs, dem Papst Leo X. Als Stellvertreter Christi zum Kampf auf Leben und Tod herausgefordert. Dieser Papst benötigte viel Geld und ein Johann Tetzel wurde zum Geldeintreiber bestimmt. Das brachte Luther so in Harnisch, dass er seine Thesen veröffentlichte. Luther, nicht die Windstille, sondern den Sturm liebend, pflügte in höchster Spannung das Land um und brach die Macht der Päpste, was weder Kaiser noch Königin gelungen war. Unbeugsam trotzte er in Worms Kaiser Karl V. und stand mit feurigen Herzen zu seinen Schriften und rief zum Schluss: Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Mit der Übersetzung des Neuen Testaments in die deutsche Sprache hat er Einmaliges geleistet, was bis dahin keine Bibelübersetzung erreichte, kein Schriftverkehr der Poesie oder des Rechts, kein Wirtschaftsverkehr oder Unterricht zustande brachte. Das leistete Martin Luther, indem er die Verbindung des Ober- und Niederdeutschen genial zu einer Schrift- und Kultursprache vereinigte. Und bis zum heutigen Tage hat Luther die deutsche Sprache und Literatur geprägt. Nun steckten die Menschen im 16. Jahrhundert erstmals die Nase in die Bibel. Viele Gläubige hatten begriffen, mit Martin Luther hatte sich eine neue Quelle zu Denkweisen und Erkenntnissen geöffnet, wie nie zuvor. Kloster öffneten sich, evangelische Kirchen entstanden und unzählige Katholiken rannten ihrer Kirche davon und wurden Protestanten. So nahm die Reformation seine große Fahrt auf. Denn bis dahin war es verboten, von den Laien in der Bibel zu lesen. So hatte Martin Luther die Herzen der Menschen erobert. Aus genannten geschichtlichen Anlass habe ich Kurt F. Neubert das Buch Brennpunkt Luther statt Eisleben mit Geschichten, Erzählungen und Gedichten geschrieben und im E-Book-Verlag veröffentlicht. In der Erzählung Luther ist schuld habe ich vom Allgemeinen zum Besonderen alles Wesentliche über die Reformation dargelegt. Wie sagte Martin Luther? Man muss nicht die Buchstaben in der lateinischen Sprache fragen, wie man soll Deutsch reden, sondern man muss die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gasse, den gemeinen Mann auf dem Markt darum fragen und denselben aufs Maul sehen,
und danach dolmetschen. So verstehen Sie es dann und merken, dass man Deutsch redet. Und Heinrich Heine schrieb zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, dass Luther nicht bloß der größte, sondern auch der deutscheste Mann unserer Geschichte ist. Dass in seinem Charakter alle Tugenden und Fehler vereinigt sind, dass er auch persönlich das wunderbare Deutschland repräsentierte. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört und zugeschaut haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.